Hallöchen und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen hier zur Evoke 2018 Berichterstattung. Wir waren dort und haben ein wenig gefilmt und haben viel, viel Spaß gehabt mit unserem Entry, den wir am Amiga 1200 kreiert haben, nämlich ein kleines Bild, was wir komplett aus der Hand gepixelt haben, beziehungsweise wir. Die Nico war es, ja. Sie hat sich quasi Mühe gemacht und hat von Freitagabend an, da haben wir erst angefangen, das Bild zu malen, bis, Samstag, irgendwann kurz vor Abgabe, waren wir dann fertig geworden. Ja, war eine coole Sache, hat echt viel Spaß gebracht, aber wir zeigen euch jetzt einfach mal, wie viel Spaß wir wirklich hatten. Die Aufnahmen sind nicht immer ganz so geil geworden, ich habe sie mit dem Handy gemacht. Es hat leider ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit der Helligkeitsregelung. Ist schon mal ein bisschen schwierig ab und zu, naja, aber macht nichts. Viel Spaß damit. Und wie gesagt, wir werden auf jeden Fall zwischendurch auch noch die Beiträge zeigen, die den ersten Platz gemacht haben. Unseren Beitrag sieht man auch, war aber kein erster Platz. Aber dazu gleich mehr hier in diesem kleinen Video. Viel Spaß. Ja,
Ja, also das Beste von der Evoke konnten wir nicht live mitschneiden. Ich habe das dann auf dem Handy, hatte ich nicht genug Platz und Speicher. Ich habe das mich voll vertan. Ich dachte eigentlich, das gibt weniger Platz auf dem Handy, also auf der SD-Karte. Naja gut, ich wollte auch nicht großartig an der Qualität rumschrauben. Ist egal, wir zeigen es euch gleich hier vom PC. Ich habe also die Entries als Video oder als Bilddatei hier vorliegen. Und so können wir uns das gleich alles hier in Ruhe angucken. Ey, 13:15. Mann, Kerstin, beeil dich doch mal. Wir haben nur noch bis 15 Uhr Zeit. Ja, jetzt guckst du schon auf die Uhr. Und dann müssen wir das hochladen. Ich bin gespannt. Das wird sicher sehr geil. So Leute, wir haben es geschafft. Wir haben unseren Entry auf dieser Evoke hier quasi fertig bekommen um Viertel vor, also quasi eine Viertelstunde vor Abgabeschluss ist das Ganze fertig geworden, beziehungsweise tatsächlich, dass es auch über Irfan Pure angezeigt werden kann. Genau. Und wir werden sehen, was das gibt gleich. Ob die das überhaupt zulassen. Ja, die Neko hat was ganz Tolles hier geschafft. Na? So, der Geist kommt. Sieht auf dem Original Amiga noch geil aus. Ja, finde ich auch. Ja, wie ein Flickern. Wird das Amiga oder Amiga ausgesprochen? Amiga! Amiga!
Das ist die Wurstschlange. Das dauert ein bisschen. Dennis holt Bier. Wir werden sehen. Ich habe einen Platz freigehalten, ja. Ich habe die alle, die hinter mir kamen, jetzt quasi nach Hause geschickt. Halt mal fest. Prost. Yeah! Willst du das sein? Das war ekelhaft. Mach das nochmal. Das hat ja keiner gesehen, was du vorhattest. Ja, ist doch ekelhaft. Hör auf. So let's have a look for the Pixel Graphics entries. So, da kommen wir irgendwann auch drin vor, hoffe ich. You will see. Ja, interessant zu wissen ist vielleicht auch hier, dass die Pixel Graphics Compo nicht jedes Jahr gleich ist. Also da gibt es wohl immer verschiedene Dinge, die man da als Regeln hat. Und dieses Jahr ist das dann so, dass die Pico 8 Farbpalette eben halt ein, wie soll man sagen, also eine Regel war, also man durfte nur diese Pico 8 Farbpalette nutzen. Das sind 16 Farben, die man da zur Verfügung hat, mehr nicht. Ja, und die habe ich im Amiga, habe ich die RGB-Werte von Pico 8 quasi eingegeben. Wenn man das also nicht hatte, war man eh schon nicht zugelassen. Aber das hatte ich dann, das war mir dann tatsächlich gelungen, das im Deluxe Paint so einzugeben. Und ja, ihr werdet gleich sehen, was es gegeben hat. Auf der Leinwand ist das schon cool. Ja, und nicht wundern, es sind auch GIFs zugelassen, also kein, also es ist keine Animation in dem Sinne, ne?
Okay. Ja. Gut. Ja, der Beifall ist behäbig, aber er war irgendwie da. Ne? Also es hätte schlimmer sein können. Doch auf ganz klar. Wir hatten schon im Vorfeld schon gedacht, boah, wer weiß, was da passieren wird. Buh oder so oder was weiß ich. Aber interessant ist etwas, das werde ich euch am Ende zeigen. Interessant ist tatsächlich, wie oft es jetzt im Nachhinein nochmal runtergeladen wurde. Also man kann das auf der Evoke, nee, stimmt gar nicht, auf einer... Da gibt es eine Download-Page, wo man alle Beiträge der Evoke sozusagen angucken kann bzw. runterladen kann, um sie tatsächlich live auf deinem PC zu starten. Ne? Also da gibt es dann diese Live-Demos oder so oder die Bilder oder Musik oder so. Alles kann man da runterladen, um das selbst zu Hause nochmal live anzugucken. Genau, und da habe ich das auch gemacht und habe im Endeffekt alle Beiträge, die jetzt gewonnen haben auf der Evoke, also ich werde nicht die Originaldateien hier starten, weil ich teilweise sehr wahrscheinlich keinen PC dafür habe, um die Sachen auszuführen. Aber ich habe sie zumindest als Video mir bei YouTube runtergeladen. Genau. Ja, also ein paar nette andere Beiträge gab es dann hier also noch in dieser Pixel Graphics Kompo. Wir warten noch zwei Beiträge ab. Da gibt es dann nämlich noch der North, der hat auch etwas hinzugefügt, vom Arcade-Zentrum. Ne, unser guter Kollege hier vom Arcade-Zentrum-Forum. Der hat auch einen Beitrag über Remote allerdings der Evoke zugeschickt per E-Mail. Und das wurde auch zugelassen. Sieht auch super geil aus. Ja, sehr schöne Beiträge sind da gekommen, wenn man mal sieht, was man so mit dieser kleinen Farbpalette da so machen kann. Natürlich sind das PC-Beiträge hier, die auf dem PC erstellt worden sind. Klar, wir hätten natürlich auch den Amiga, wir hätten meinetwegen den PC als Werkzeug nutzen können, um dann vielleicht noch schönere Bilder machen zu können. Aber nö, das wollten wir nicht. Wir wollten wirklich auf dem Amiga das direkt machen und dann eben halt... Die EFF-Datei ist das ja, eine EFF-Datei, dann eben ja, übermitteln, der Party übermitteln. EFF kann der Irfan View auch darstellen und von daher war das Format EFF, womit die Bilddaten sozusagen ja abgespeichert werden bei Deluxe Paint, ja, die wurden dann auch zugelassen, das war also gar kein Problem.
Jo, also das Ganze wollen wir jetzt hier mal abbrechen, würde ich sagen, und gehen mal zum nächsten Video hier über. Das dauert mir sonst nämlich ein bisschen zu lang. Aber ja, wir sind dann fertig geworden. Und am nächsten Morgen haben wir dann noch quasi nach der Feier samstagsabends, nach den ganzen Beiträgen, die ja bis 0 Uhr ja durchgingen, ja, haben wir dann sonntags morgens dann beim Frühstück draußen im Rusted Garden gesessen. Ach, wir hätten noch Trödel um 6 Uhr gemacht. Was sagst du? Ich fühle mich richtig gut. Ja. Ne? Finde ich echt gut. Bisschen schmandigen Mund oder sonst was? Leicht zerstört, glaube ich, waren wir. Deiner Geburtstagstreffen. Ich weiß es, also. So ein bisschen. Und da habe ich weniger getrunken. Aber es war richtig ja, geil. Ja, gestern habe ich nicht so viel getrunken. Es ist sonntags morgens vorm Preisgewinn. Ja. Ja, stimmt, wir kriegen ja gleich unser 1 Million Euro Preisgeld. Wie kommst du auf das scheiß Preisgeld? Ich bin mal gespannt, ob wir wenigstens ich glaube, wir haben uns selbst gevotet. Ja. Wahrscheinlich haben wir uns selbst gevotet für unser Bild. Ich glaube, Didi hat auch für uns gevotet. Das wäre voll cool, wenn nicht. Ich hab ihn tatsächlich gefragt. Ich sag ich. Votest du für uns? Sag ich, wie würdest du es voten? Ja, 5. Was sonst? Eigentlich 5, aber weil ihr seid 1. Und dann hat er gesagt, ja, aber auch nur, weil ich aber auch weiß, wie das entstanden ist. Ja, es ist halt, ne? Ja. So, und ich glaube, dass, und er meint halt, sagt er, es wäre halt schwierig, sagt er, für die meisten ist es wahrscheinlich schwierig zu wissen, wie das entstanden ist, das ja, Bild. Ja, weil du zu lange Text geschrieben hast. Ja, jetzt wissen wir es ja. Das Problem ist einfach, dass die voten können, Hau ab. Nein, dass die voten, scheiß Wespe, dass die voten, gar nicht, glaube ich, diesen Text lesen können. Oder? Doch. Den kann man lesen? Doch, den kann man lesen. Ja gut, dann geht's vielleicht Didi noch. Didi hat mir auch ein Video gezeigt hier von Twitch. Wo die Videos vorkommen. Wo auch ein Kommentator dabei war und dann, hier ist Amiga dabei und Evoke-Logo. Und das war sein Kommentar. Mhm. Amiga, Evoke-Logo. Ein Classic-Video gedrückt. Ja, das hat ein Classic-Video gedrückt. Alter, ist das geil. Der Kommentator hätte halt dazu sagen. Ja, warum ich jetzt da Pause gedrückt habe oder Stopp, ich habe keine Ahnung. Ich sag ja, unsere Videos waren dann nachher nicht mehr so ganz geil. Aber ja, das waren sozusagen das, was ich so auf meiner Videokamera, auf meiner Handykamera gefunden habe. So, und wir haben. Moment. Nein, das war es nicht. Das war's. Genau. Das war unser Entry. Erstmal der Text dazu. Ich fand's sehr geil. Das mal da auf der riesen Leinwand zu sehen, war schon lustig. Wie gesagt, der Text darunter ist viel zu lang. Viel zu lang. Es war schön, dass ich das alles so detailliert reingeschrieben habe, aber es hat wahrscheinlich kein Mensch gelesen. Dafür, dass es aus der Hand gemacht hat, fand ich schon sehr cool. Ah ja, noch ein paar Bilder. Genau, ah ja, was ich noch hatte, was hatte ich noch? Ja, 17. Platz haben wir dann gemacht. 17. da sind wir. Also sind wir nicht ganz zuletzt angekommen, ne? It must be inside. Ja, das ist dieses Bild gewesen mit diesem Männchen mit diesem gelben Hintergrund. Das habt ihr bestimmt noch im
Also es hat, ja, weiß ich auch nicht, was das war, ne? Also ich denke, ein paar Punkte hätten wir schon mehr verdient, würde ich sagen. Ja. Aber ich fand es interessant, dass wir, das habe ich jetzt heute gesehen, als wir auf, na, auf scene.org, genau, da kann man die Sachen runterladen, die wir hier so gezeigt haben oder die wir gleich auch noch zeigen werden. Genau, auf scene.org, da gibt es so ein File-Archiv, wo also alle Sachen von der Evoke nochmal zum Runterladen sind. Und da hatten wir dieses, da ist unser Bild quasi schon 14 Mal runtergeladen worden. Alle anderen Bilder, die man hier so findet in Pixel Graphics, ne, das sind dann 7 oder 8, vielleicht auch 10, aber 14 ist kein einziges dabei gewesen. Keine Ahnung wieso, aber ist auf jeden Fall, ich find's cool. Ich finde das cool. Jo, okay, würde ich sagen, dann schauen wir uns noch die ganzen Gewinnerbeiträge an. Mach ein bisschen Musik dabei. Ja, das ist die grüne Fee, Ansi Amiga. Ansi Aski Amiga. Die grüne Fee. Und das war ein Gewinner. Wie hießen die noch gleich? Muss ich eben nochmal schauen. Das habe ich jetzt nicht dabei geschrieben. Das war jetzt leider ein bisschen blöd. Hier Results. Genau, wie hießen die noch? Genau, bei Impur und Anachronist. Das war ein Remote-Eintrag. Ah, okay. Also die wurden alle quasi per E-Mail eingeschickt. Mhm. 257 Punkte hat er bekommen. Anachronist und Impur haben das zusammen gemacht. Die grüne Fee. Sehr schön. Nächster Beitrag auch an die ASCII, allerdings nicht am Amiga, sondern am PC gemacht. Erster Platz von Elko und TRSI. We Come in Peace heißt dieses schöne Werk. Thank you.
Ja, und dann gab's im Freestyle Graphics gab's den ersten Platz von, ja, steht auch nicht drin, Moment, Freestyle, kann ich euch sofort sagen, Freestyle Graphics war von Oni und Pooh Brain, Blade Lawyer heißt dieses schöne Bild. Und der nächste Beitrag ist von Elko und TRSI. Gott Nuts nannte sich dieses schöne Bild. Auch im Pico 8 Farbpalettenmodus gepixelt. In dieser Pixel Graphics Kompo wurden diese hier Gewinner mit diesem schönen Bild. Ja, da konnten wir uns natürlich nicht mit messen, ganz klar. Da wollte ich, wie gesagt, ich wollte das auch nicht. Also, das war nicht so ernst gemeint, wie vielleicht andere das hier zelebrieren. Ja, das können wir einfach nicht. So, aber gleich wird es was lebendiger. Wir haben hier ab jetzt nämlich nur noch, ja, sozusagen Animationen bzw. echtzeitberechnete Demos. Und die erste Animation ist von Takeishi, heißt er, oder nennt er sich zumindest. Und Takeishi hat eine Animation gemacht, also Animation heißt letzten Endes, man kann ja auch mit einer Videokamera etwas machen. Und das hat er gemacht, und zwar mit einer 360-Grad-Kamera hat er eine Stop-Motion-Animation gemacht. Und das war auf jeden Fall sehr cool geworden. Project is an ongoing work. Let us make animation of light painting together. Also, I am looking for collaborators of music. Please contact Takeshi or Kazue. Thank you. Ja, das war Takeishi und der war der Gewinner dieser Animations-Competition.
So, das nächste könnte euch interessieren. Alternative Platforms war hier der Gewinner. Abyss Connection. Jump heißt diese Demo, die also live auf dem C64 abgespielt wurde. Wünsche euch ganz viel Spaß damit.
Ja, das war von Abby's Connection Jump. Ja, sehr geiles Teil. Hat zu Recht gewonnen mit 469 Punkten in der Alternative Platforms Compo. Ja, der nächste Beitrag ist eine PC-Demo. Nein. Machen wir anders. Das machen wir ganz anders. Ich will erstmal noch die Musikbeiträge haben. Da gab es nämlich auch noch ein paar Musikbeiträge. Nämlich die MP3 OGG Competition. Ja, die war auch sehr geil und da gab es auch sehr schöne Beiträge. Und hat diesmal Theo mit dem Song Wave Rider den ersten Platz geholt. Einfach mal hören. Viel Spaß.
Ja, sowas passiert, wenn man den verkehrten Player nimmt. Eigentlich sollte der im Winamp abgespielt werden, dass man das hier schön sehen kann. Ja. Aber wer das kennt, wer auf der Evoke war, der weiß, wie das aussieht, wenn schon mal auf der Leinwand so kleine Nachrichten geschrieben werden. Und so ähnlich habe ich das ja hier gerade auch im Stream gemacht. Ne? Ja, okay, wir haben eine PC-Demo, die werfe ich jetzt noch dazwischen rein. Eine PC-Demo, da gibt es also so insofern keine Beschränkungen. Ja, man kann, also eine PC-Demo, die kann alle möglichen Ressourcen, die dein Rechner zur Verfügung hat, benutzen, damit sie live auf dem PC in Echtzeit abgespielt werden kann. Und das macht diese PC-Demo hier von Cocoon und die heißt Stays. Und wünsche euch jetzt auch hiermit ganz viel Spaß. Jo, das war Stays und Cocoon. Nee, von Cocoon. Stays von Cocoon. Genau. Genau. Und ich mische da noch jetzt einen Musikbeitrag dazwischen. Und zwar aus der Tracked Music Compo war hier der Gewinner Elman mit dem Song Yoiku Maniac Remix. Ja, ich weiß nicht, was das für ein Name ist. Keine Ahnung. Ich fand ihn auf jeden Fall auch sehr geil. Und
Jetzt aber bitte im Winamp öffnen, das wäre sehr nett. Dankeschön. Das war Elman als Gewinner in der Tracked Music Compo. Ja, das ist gemacht worden mit einem, wie war das noch gleich? Das war ein IT Impulse Tracker, hieß der, glaube ich, mit dem Impulse Tracker gemacht. Yoiku Maniac Remix von Elman. Jo, das war auf jeden Fall auch sehr geil, hat noch richtig gefetzt sein, der alle. Und ja, nächster Beitrag ist hier eine 4K-Demo, genau, Korolev bei LJ and Virgil. Korolev, genau, auf dem PC, eine 4 Kilobyte große Demo, muss man sich mal reinziehen. Winamp kommt jetzt weg, der Videoplayer ist da. Ja, viel Spaß damit, 4K-Winner Korolev bei LJ and Virgil.
Ja, das war der 4K-Gewinner. Ich glaube, zu Recht. Ihr habt natürlich die anderen Sachen nicht gesehen. Es ist natürlich auch mal schwer, das zu einzuschätzen, beziehungsweise auch für die Leute in der Halle. Aber es war eindeutig mit 625 Punkten. Ja, ein letzter Beitrag von der Evoke 2018 waren dann jetzt noch die 64 Kilobyte Demos. Und der Gewinner war hier Pooh Brain featuring Logicoma, genau. Und Brass Before Foes heißt diese Demo. Und ja, ist somit auch die letzte, die ich euch hier zeigen werde. Und genießt sie, ich finde das Beste, was ich auf der Evoke gesehen habe. So, das war's soweit. Wir sind durch mit unseren Beiträgen hier. Ich fand sie auf jeden Fall, fand ich sehr, sehr geil. Ne, die Fotos zeigen wir jetzt nicht hier noch im Stream. Nö, warum? Nein, die kann man auf unserer Webseite gucken. Hier gleich, ne? Wir werden das ja einbetten, dieses Video, und das wird auf unserer Webseite gezeigt. Und dann, die Fotos sind ja gleich darunter. Ne? Also können die Leute ja selber gucken. Muss jetzt nicht im Stream, finde ich, auch noch live gezeigt werden. Genau.
Ja, Leute, ich würde sagen, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, schaut euch das auf jeden Fall hier im Stream in unserem Kanal nochmal an als Aufzeichnung. Dafür war es eigentlich gedacht, weil ich hatte keine Lust, ein Video zu machen hier am Videoschneidebrett. Da hatte ich keinen Bock drauf. Da dachte ich, komm, mach's es eben gerade live. Ihr könnt aber, die gerade live gucken, können ja aber schon mal hier auf unserem Kanal bleiben oder beziehungsweise auf unserer Webseite schon mal stehen bleiben. Es wird gleich um 20 Uhr, in quasi genau einer Stunde, wird der Wario hier Thimbleweed Park spielen in unserer Interplay-Reihe. Ja, viel Spaß damit, wünsche euch einen schönen Abend, bis dahin, tschüss.